Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für den 3DS. Bevor sich jetzt gleich Yoshi in den klassischen Modus auf Schwierigkeit 9 stürzen wird, schauen wir uns vorher noch kurz was anderes an, nämlich bei den Meilensteinen. Nämlich, ich habe das hier freigeschaltet, Reflektor Level 2, sammle 10 Zusatzitems und harter Körper Level 1, sammle 3 Outfits. Denn ich habe jetzt mit den ersten vier Charakteren, also mit Mario, Luigi, Peach und Bowser, den klassischen Modus auf Schwierigkeit 9.0 nachgeholt. Und wie ihr sehen könnt, ich habe es auch mit jedem hingekriegt. Das könnt ihr ja wie gesagt auf meinem Zweitkanal Challenge Time sehen. Mit Mario habe ich es im zweiten Versuch geschafft, mit Luigi, Peach und Bowser gleich im ersten. Also man sieht, es ist eigentlich wirklich gar nicht so schwierig, wie es immer aussieht. Oder wie ich es aussehen lasse. Also man kann das schon hinkriegen. Ich weiß nicht, warum ich es im Let's Play nie hinkriege. Vielleicht liegt es daran, dass es halt ein Let's Play ist und dass ich deswegen nicht ganz so konzentriert bin. Das könnte ein Grund sein. Was aber auch ein Grund sein könnte, ist, dass ich jetzt wirklich schon das Gefühl habe, dass ich die Attacken vom Endboss schon viel, viel besser kann. Da gab es ja ein paar Attacken, wo ich mir gedacht habe, ja, da ist es ja völlig unmöglich, irgendwie auszuweichen. Da kann man gar nicht ausweichen, aber mittlerweile habe ich da so ein paar Möglichkeiten gefunden, wie man was dagegen machen kann. Also, werden wir ja dann noch sehen. Es ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Oh, fuck. Nicht unmöglich, ganz im Gegenteil. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch im klassischen Modus so ist, dass es von Mal zu Mal schwieriger wird. Denn irgendwie der erste Gegner ist immer ein ziemlicher Lappen. Der kann irgendwie gar nichts. Aber wenn ich dann bei Stage 4 oder so nochmal gegen einen einzelnen Kämpfer bestehen muss, dann ist der viel besser. Also ich glaube, das ist schon so. Ja, und die hat... Na fuck ey, dein scheiß Rückenschild da. Die Attacke von Little Mac, wo er so nach... Ach du Scheiße. Wo er so nach vorne saust, also seine normale Einser-Attacke. Die mag ich gar nicht mal so gern, wenn ich selber als er spiele. Weil die trifft eigentlich relativ selten, habe ich so das Gefühl. Und ja, ist auch an sich irgendwie nicht ganz so gut. Ist aber nur mein Eindruck, wow. Jetzt hat er mich doch fast noch getötet. Aber ich komme ihm zuvor. Sehr schön. Bei Yoshi ist es so, dass sich eigentlich nicht wirklich ein Move von ihm geändert hat. Aber als Yoshi das erste Mal angekündigt wurde, das war in der Smash Bros. Direct, da wurde gesagt, dass er jetzt viel aufrechter steht als noch in Brawl zum Beispiel, was auch der Fall ist, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht so wirklich einen Unterschied macht, weil seine Moves sind im Prinzip noch genau dieselben. Ich glaube nur, das Einzige, was sich geändert hat, ist sein Up Smash, weil da haut er jetzt nicht mehr mit seinem Kopf zu, sondern mit seinen Füßen. Und wir haben hier eine neue Stage, nämlich eine Stage aus New Super Mario Bros. 2. Und wie ihr ja bestimmt wisst, ging es da die ganze Zeit um Münzen. Da war ja auch eines der Hauptziele, 100 Münzen zu sammeln. Und wenn wir da... 100, was laber ich denn? 1 Million Münzen zu sammeln. Und wenn wir hier 100 Münzen sammeln in dieser Stage, dann wird etwa... Ach du Scheiße, das war schlecht. Dann wird etwas Tolles passieren. Deswegen ist es auch eine Stage, die nur so auf dem 3DS realisierbar ist, weil da jeder seinen eigenen Screen hat. Ich glaube nämlich, jetzt sind wir Metall-Yoshi geworden. Ja, und es scrollt nach links... Oder? Ich glaube, die Münzen bringen einen dazu, dass man zu Metall wird, oder? Aber ich weiß es nicht sicher. Das muss ich mal nochmal genauer ausprobieren, was das bringt. Ich kann aber leider nicht sehen, wie viele Münzen die anderen haben. Und ich werde gerade ziemlich fertig gemacht irgendwie. Ich sollte als erstes Mario raushauen, weil das wird leichter. Pokéball, nein! Nein, oh Gott! Zack, Ach scheiße, der ist auch Metall gerade. Oder ist man unbesiegbar? Nee. Hä? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mach. Hat Yoshi noch denselben Ultra Smash? Ja, hat er. Okay. Warum treffe ich nicht? Zack. Und, komm her, komm her. Nein, komm her. Nein, nein! Ne? Komm her, komm her. Okay, ja, war jetzt nicht so ganz optimal, aber er war ja auch wieder Metall Bowser Jr. Sofern das wirklich einen zu einem Metallcharakter macht. Das weiß ich ja jetzt immer noch nicht sicher, aber ich vermute es einfach mal. Gib mir mal wieder 100 Münzen und einen Pokéball. So, dann komm her. Nein, lass mich in Ruhe. Ne, man fliegt schon weit. Hä? Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich weiß es nicht. Ja, wie auch immer.
Der sollte auf jeden Fall jetzt jede Sekunde endlich mal sterben, der gute Bowser Junior. Das gibt's doch gar nicht. Warum hält der so lange durch? Nein! Will der jetzt mal sterben? Nein! Oh Gott! Ist das schon wieder ein Nervenkitzel hier? Will der mich verarschen? Das ist aber eine coole Technik eigentlich, sich hier unten hinstellen. Wovon werde ich denn immer getroffen? Da sterbe ich schon. Ey, nein, nein. Das kann. Nein! Was ist denn das? Im Let's Play sterbe ich im zweiten Level. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Nein. Dann machen wir jetzt nochmal neu. Ja, leck mich am Arsch. Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ganz ehrlich. Was war das denn jetzt schon wieder? Was war das? Ich könnte so ausrasten. Ich könnte so schreien gerade. Okay, wir kommen jetzt wieder ein bisschen runter. Und konzentrieren uns wieder, denn sonst wird das gar nichts. Und übrigens, mittlerweile muss ich mir auch wirklich um die Münzen überhaupt keine Sorgen mehr machen. Da werden wir auf jeden Fall genug haben. Und man braucht eigentlich auch nicht wirklich Münzen in dem Spiel. Sie sind zwar schon zu was gut, denn man kann mit den Münzen sich neue Trophäen kaufen. Das habe ich euch nämlich auch noch gar nicht gezeigt, werde ich aber noch, keine Angst. Denn es gibt in diesem Spiel einen Trophäenshop, in dem man sich die Trophäen kaufen kann. Für das Gold eben. Und dafür kann man das benutzen. Also es gibt nicht mehr wie in Melee diese Lotterie und auch nicht wie in Brawl dieses Minispiel, sondern viel einfacher, es gibt einen Shop. Oder eben diesen Trophäen-Rausch-Modus. Das ist ja auch quasi ein Minispiel, um Trophäen zu gewinnen. Und man kann übrigens auch in dem Shop, das ist ziemlich witzig, die Spielmünzen vom 3DS einsetzen. Also die man kriegt, wenn man mit dem 3DS läuft. Ziemlich interessant, oder? Weil der 3DS hat ja, wenn ihr in den Standby-Modus geht, einen Schrittzähler integriert. Und wenn ihr das macht, ihr könnt ihn auch einfach nur schütteln, das geht auch, das wertet er dann auch als Schritte. Da könnt ihr euch dann für 100 Schritte eine Spielmünze holen. Das habe ich zum Beispiel am Anfang öfters gemacht, als der 3DS, was ist das denn jetzt? Als der 3DS rauskam, denn dort habe ich dann immer das benutzt, um Rette die Krone zum Beispiel oder sowas zu spielen, oder dieses Puzzlespiel da. Ihr wisst schon, im Mii Plaza. Und dieser Honk hier, der erscheint ja immer auf der Stage. Dieses entenähnliche Viech. Keine Ahnung, was das genau sein soll. Und mal gehorcht es mir, aber mal auch dem Computer. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich ihn dazu bringe, dass er mir gehorcht und meine Gegner angreift. Also gerade eben war es jetzt so, was eigentlich ungewöhnlich ist. Ich habe ihn geschlagen und dann hat er mir gehorcht. Also wenn mich jemand schlagen würde, dann würde ich nicht mehr auf den hören, aber bei dem ist es wohl so. Oder ist es Zufall? Oder keine Ahnung. Müssen wir noch herausfinden. Jetzt auf jeden Fall erstmal gegen Sonic. Das werden wir doch wohl hinkriegen. Aber es ist ein Einzelkampf. Und ich muss sagen, die Einzelkämpfe sind tatsächlich nicht so einfach. Einfach weil die Computer halt viel stärker sind als ich. Das haben wir ja mittlerweile schon deutlich gemerkt. Wenn ich mit 100... Also wenn der Gegner 100% Schaden hat und ich mache eine Smash-Attacke, dann fliegen die überhaupt nicht raus. Wenn ich 100% Schaden habe und sie machen eine Smash-Attacke, dann fliege ich aber sowas von durch die Gegend. Also das ist schon echt unfair, teilweise sogar, aber es ist ja auch Schwierigkeitsgrad 9. Da erwarte ich nichts anderes. Aber die Stage kommt mir sehr zugute, weil hier sind die Computer immer ziemlich blöd. Einfach die ganze Zeit dieses Teil hier aktivieren und dann ist es schon nur noch halb so schwierig. Und das war's. Sehr schön. Das war einfach. Und übrigens noch eine Sache, wenn wir jetzt dann gleich den klassischen Modus hoffentlich schaffen werden, dann wartet auch wieder ein neuer Charakter auf uns. Der kam auch schon, als ich die Videos für meinen Zweitkanal aufgenommen habe. Ich habe ihn aber mit Absicht nicht besiegt, sondern habe mich ja fallen lassen, damit ich ihn im Let's Play mit euch gemeinsam freischalten kann. Okay, jetzt gegen Metal Peach, hier in der Super Mario 3D Land Stage. Bei so Scrolling Leveln ist es eigentlich immer relativ cool, wenn man die Gegner greift, oder in Yoshis Fall isst, ach du Scheiße, und dann nach links schleudert. Das kommt immer ganz gut, weil dann sterben die halt einfach. Ach du Scheiße.
Aber gegen einen Metallgegner klappt es, glaube ich, nicht ganz so gut. Er wird aber auf jeden Fall nicht einfach, der Kampf jetzt. Ja. Aber wir haben ja zwei Leben. Von dem her müsste das eigentlich schon hinhauen. Und Stachypanzer. Geh auf sie, geh auf sie. Und zack. Ja, geschielt. Verdammt nochmal. Also hier in Smash verfehlt der Stachypanzer viel öfter als in Mario Kart. In Mario Kart kann man ja, wenn man mega geschickt ist, dem Stachypanzer auch ausweichen. Zum Beispiel mit einem Pilz. Und ich glaube, ich habe es sogar mal geschafft, das war glaube ich in Double Dash, dem Stachypanzer auszuweichen, einfach nur durch Driften im richtigen Moment. Ich weiß nicht, ob ich da mega ultra Glück hatte oder ob das gar nicht mal so schwierig ist. Ich weiß es nicht, aber hier verfehlt er auf jeden Fall relativ oft. Und apropos verfehlen, ich verfehle auch relativ oft mit Yoshi hier. Aber ich habe auch das Gefühl, ich habe es zwar jetzt geschafft, aber ich habe das Gefühl, der Ultra Smash von Yoshi ist nicht mehr ganz so stark. Denn die Feuerbälle, wie ihr gesehen habt, die gehen anscheinend durch den Gegner durch. In Brawl war es ja so, wenn sie einen getroffen haben, sind sie halt explodiert und haben mega viel Schaden gemacht und auch sehr, sehr weit weggehauen den Gegner. Hier gehen sie durch ihn durch, das hat jetzt Vor- und Nachteile. Also wenn man gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpft, dann ist es natürlich von Vorteil, weil man dadurch mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Aber gegen einen Einzelnen ist es halt nicht ganz so toll, weil der wird halt dann nicht so stark getroffen. So, aber so, ja. Sonst sind eigentlich nahezu alle Attacken von Yoshi gleich geblieben. Ja gut, seine Attacke während dem Rennen ist auch noch ja minimal verändert, zumindest vom Optischen. Denn in Brawl hat er ja da mit seinem Kopf angegriffen und hier macht er es jetzt mit seinem Fuß. Aber abgesehen davon gibt es wirklich keine allzu großen Veränderungen. Aber muss ja auch nicht unbedingt sein. Ich meine, so ein paar kleine Veränderungen, so wie jetzt bei Yoshi, das passt eigentlich schon. Es muss nicht jeder Charakter so sein wie Bowser, der einfach mal komplett neu gestaltet wurde. Das passt schon so. Okay, und wir haben auch nur noch zwei Mies. Nein, nur noch einen Mii. Und dann haben wir das schon. Also das war einfach. Aber das hängt auch viel von den Items ab, wie einfach oder schwierig das ist. Oh, das ist eine Mine, okay. Ich dachte jetzt, das wäre was zum Essen. Und wieder mal dieses Mega-OP-Item. Zumindest gegen die Mies. Die haben da einfach mal keine Chance. Wie heißt denn dieses Ding eigentlich? Ich glaube, magischer Krug, oder? Irgendwie so, ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte ja auch ein anderes Item aus Zelda sein, das magischer Krug heißt. Ich weiß es gerade nicht. Dieses Teil wurde ja auch nicht in Skyward Sword erfunden, sondern das gab es schon in Minish Cap, glaube ich. Oder? Da gab es auf jeden Fall auch so ein Teil. Ich weiß nicht, ob das dasselbe war, aber ich denke schon. So ein Staubsauger halt. Mischung aus Staubsauger und Föhn. Okay, wieder mal der Final Boss hier. Wir sind ja immer noch auf Schwierigkeitsgrad 9, weil ich ja neu gestartet habe. Fuck. Das ist also von dem her ganz schön. Lass mich... Nein, ich... Ich habe doch eine Rolle gemacht. Lass mich los. Ja, ich nehme jetzt schon gegen Meisterhand und Crazyhand so viel Schaden. Das ist eine neue Attacke von Meisterhand. Die haben wir noch nie gesehen. Uah. Da will er mich nach oben katapultieren. Also außerhalb des Bildschirms. So ungefähr. Das war jetzt knapp. Okay, 45 Schaden und... Los geht's. Kriegen wir es hin? Keine Ahnung. Ja, okay, ich konnte noch ausweichen. Sehr schön. Der Anfang läuft schon mal ganz gut. Ja, der Anfang läuft ziemlich gut sogar. Gefällt mir. Weich aus. Lass mich in Ruhe. Okay, sehr schön, sehr schön. Zack. Und zack. Nein! Boah, er macht die Attacke zweimal hintereinander. Damit habe ich nicht gerechnet. Shit, jetzt werde ich ein bisschen Schaden nehmen. Nee, doch nicht. Wow. Er ist gleich tot. Fuck, fuck. Jetzt hat er mich noch getroffen. Der ist doch tot. Ja, okay. Okay, aber wir haben nur, ich glaube, 24 Schaden jetzt genommen bei dem Alien. Das ist eigentlich ganz gut. Damit bin ich auf jeden Fall zu fuck zufrieden. Ah, stimmt, die Attacke von Yoshi sollte ich öfter machen. Seine Luftattacke nach unten, die ist ziemlich episch. Na, fuck! Aber ich muss mich auch ein bisschen mehr auf meine Abwehr konzentrieren. Aber ja, so gut ist die hier gar nicht, weil sie dauert sehr, sehr lang. Man macht zwar mega viel Schaden, aber sie dauert ewig.
Und bei den Bossen ist es eher wichtig, eine gute Verteidigung zu haben, als gut im Angriff zu sein. Ja, genau deswegen. Seht ihr, jetzt habe ich sie wieder gemacht und das war aber ein Fehler. Mein Schild. Oh Gott. Okay. Wir haben noch zwei Leben und sind bei den Schwertern. Damit bin ich vollstens zufrieden. So, zack, hau drauf. Weich aus. Oh Gott. Okay. Ja, alles super, alles super. Nein, nicht die Attacke. Die ist so scheiße. Die ist so scheiße, die Attacke. Da wird man mindestens von einem Schwert getroffen. Also das ist noch eine Attacke, wo ich keine Ahnung habe, wie man der gescheit ausweichen will. Und die ist auch mega behindert. Die hasse ich auch. Okay, wir warten kurz und komm her. Ja, ist okay, sehr schön. Mit null Schaden gegen unseren eigenen Schatten. Das werden wir doch wohl hinkriegen, oder? Ich hoffe mal. Na komm her. Und zack. Ja, der hat doch keine Chance. Ja, die Attacke ist so cool. Wenn man in den Gegner reinspringt und sie dann macht. Vor allem gegen größere Gegner ist die richtig episch. Und das ist ja bei dem Schatten-Yoshi der Fall. Und es war zwar jetzt der zweite Versuch. Gut, ich habe es noch nicht geschafft, aber das werden wir jetzt wohl hinkriegen. Es war zwar der zweite Versuch erst, aber wir haben es zumindest zum ersten Mal im Let's Play geschafft, dass ich einen Neuner Rang habe. Puh. Nach dieser Blamage vom Anfang die Situation noch gerettet. Was ist eigentlich, wenn ich den... Geht nicht. Schade. Das wäre cool gewesen, wenn ich den Masterkern in ein Ei verwandeln hätte können. So. Dann machen wir bei dir auch nochmal diese Technik. Und stirb! Zack! Puh! War wieder sehr anstrengend, aber ich denke, ihr habt gesehen, ich habe mich zwar oft treffen lassen, trotzdem noch, aber wir haben uns trotzdem einigermaßen gut angestellt. Eben weil ich jetzt, wie gesagt, die ganzen Angriffe von den verschiedenen Formen des Masterkerns schon ein bisschen besser kenne. Ich finde immer noch, die Schwerter sind am stärksten, muss ich sagen. Und Alien und der Drachenhund sind in etwa gleich, finde ich. Obwohl, ich finde sogar fast den Alien mittlerweile am einfachsten, weil ja, der hat zwar auch sehr, sehr starke Attacken, vor allem sehr, sehr ungewöhnliche Attacken. Also, wenn man beim ersten Mal spielt, dann ist er schon sehr, sehr schwierig, aber wenn man seine Attacken kennt, dann ist er eigentlich gar nicht mal mehr so ein großes Problem, finde ich. Okay, wir holen uns natürlich auch hier wieder bei diesem Bild die 100%. Das habe ich übrigens einmal verkackt, als ich es auf meinem Zweitkanal nachgeholt habe. Und das war bei, ich glaube, Luigi. Da hat mir irgendeine Ecke oder so noch gefehlt. Da hatte ich jetzt nur 99,98% oder sowas. Also ganz knapp davor. Aber das ist ja jetzt auch nicht so tragisch, denke ich mal. So, gib her, gib her, gib her. Okay, wir haben schon 90%, also das müsste eigentlich relativ schnell gegessen sein jetzt dann gleich. Gib mal das noch her. Ein bisschen weiter rechts noch. Ja, naja, da fehlt da noch was? Glaube ich schon. Wir machen jetzt erstmal das hier fertig. So, okay. Und zack. Und zack. Na komm. Na komm. Okay. Das bisschen noch da. Kann ich jetzt auch mal treffen? Hallo? Hallo? Ich treffe das Ding nicht. What the fuck? Okay, dann mache ich wieder das da. Da fehlt uns noch so ganz, ganz minimal was. Ein so Strich. Ein einzelner. Und ich bin gerade zu so blöd, den zu kriegen. Nein! Hä? Wehe, wenn ich es jetzt hier wieder nicht schaffe. Komm schon. Ich bin aber auch. Oder fehlt es? Doch, da fehlt doch noch was. Ich bin gerade zu blöd. Kannst denn... Das gibt's doch nicht. Wir sind schon bei Special Thanks. Scheiße. Okay, wir haben's. Und es hat doch nicht mehr gefehlt. Ach, keine Ahnung. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ist ja auch völlig egal. Wir haben es auf jeden Fall hingekriegt. Yeah. Alles kaputt machen. Ein schönes Bild übrigens. Wow. Unglaublich. Oh yeah. Und jetzt? Neuer Gegner. Und wer ist das? Natürlich. Einer der Veteranen.
einer derjenigen, der schon seit dem ersten Smash Bros. Dabei ist. Nämlich Pummeluff. ja, also Pummeluff war jetzt noch nie der Beste, wie ich finde, aber er gehört mittlerweile irgendwie schon dazu, weil er war halt auch seit dem ersten dabei und diese 12 Charaktere, die es schon seit dem ersten Smash Bros. Gab, die kamen halt bisher in jedem und deswegen gehört er schon auch dazu. Mal gucken, ob ich sie alle zusammenbringe. Das waren Mario, ja fuck, Yoshi, Donkey Kong, Fox, Samus, Pikachu, Ness, ne Moment, Ness will ich noch nicht nennen. Weil Ness, Captain Falcon, Luigi und Pummeluff waren ja geheime Charaktere. Jetzt nochmal. Und Mario, Yoshi, Donkey Kong, Link, Fox, Samus, Pikachu und... Nein, chill. Irgendwer fehlt mir noch. Wer fehlt mir noch? Mir fehlt gerade irgendwer. Und dann kommen noch Luigi, Pummeluff, Captain Falcon und Ness. Das sind ja die geheimen Charaktere. Ah, Kirby. Kirby, natürlich. Wie konnte ich Kirby vergessen? Okay. Damit haben wir auch Pummeluff hier. Und beim nächsten Mal gibt es dann Rosalina. Das wird schon sehr interessant, denn Rosalina ist einer der interessantesten neuen Charaktere, wie ich mal sagen würde. Und beim übernächsten Mal kommt dann gleich Bowser Jr., also jetzt kommt dann gleich die volle Pracht der neuen Charaktere. Und was machen wir jetzt noch in diesem Part? Ich würde sagen, wir machen mal etwas ganz Interessantes, etwas völlig anderes, denn wir schauen uns den Titelbildschirm an. Der übrigens sehr, sehr leise ist. Ich finde es irgendwie komisch, dass hier keine Musik spielt. Aber wir schauen ihn uns aus einem ganz bestimmten Grund an. Denn wenn man wartet, bis auf dem Touchscreen alle Charaktere vorbei sind, dann passiert Folgendes. So wird gespielt. Ja, die Spielregeln gibt es auch seit Melee oder seit dem ersten schon. Ich weiß es nicht mehr. Da wird einem auf jeden Fall die Steuerung und die ganzen Regeln erklärt. Also man muss den Gegner aus dem Bildschirm katapultieren, wer hätte es gedacht. Man kann bis zu zweimal springen. Man kann seine Standard-Kombo machen. Man kann einen Seitwärtsangriff machen, einen nach oben Angriff und einen nach unten Angriff. Und wenn der Gegner viel Schaden erlitten hat, dann gibt es natürlich einen Smash-Angriff. Zum Beispiel nach oben. Je mehr Schaden, desto weiter fliegt der Gegner. Und zack! Setze Smash-Angriff für Klug ein. Und natürlich mit einer Rettungsattacke oder einer Recovery wieder zurück. Richtig. Jeder Charakter kann vier Spezialtechniken einsetzen: Spezial Standard, Spezial oben, Spezial seitwärts und Spezial unten. Schild zur Abwehr. Und ausweichen. Und Rolle. Und nochmal eine Rolle. Greife einen Gegner, der sich mit seinem Schild schützt. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das wurde in Brawl und Melee noch nie erklärt. Glaube ich zumindest. Und Ultra Smash! Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Das war in Brawl am Ende auch so. Da wurden auch die unterschiedlichen Ultra Smashes alle gezeigt. Episch. Okay. Dann hätten wir das auch mal. Ah, jetzt kommt noch ein kleines Kämpfchen. Ja, könnt ihr noch ein bisschen zuschauen. Mega Man sehen wir gerade. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr außerdem noch gerne einen Daumen hoch geben. Oder auch einen Kommentar schreiben und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und beim nächsten Mal hoffentlich wieder einschalten, wenn wir mit Rosalina den klassischen Modus im Schwierigkeitsgrad 9 machen werden. Also, bis dann.